Vielen Dank, grüß Gott miteinander. Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank für den herzlichen Empfang auch daheim an den Fernseh- und Radiogeräten. Sie sehen, da steht ein Weißbier. Das heißt, es steht ein entspannter Abend uns bevor. Das Jahr 2019 war ja wirklich hoch amüsant. Man kann es gar nicht in 90 Minuten reinpressen. Eigentlich müsste man einen 4-Stunden-Rückblick machen. Aber es war dann schon mal so, dass wir gedacht haben, irgendwann, wenn die besinnliche Zeit losgeht, sollte es auch ein bisschen besinnlicher werden. Siehe da, schon ging es los mit einer hochspektakulären Meldung quasi zum ersten Advent. Und zwar die neueste PISA-Studie hat Deutschland wieder eins reingewirkt, weil es hieß, ein Fünftel der deutschen Schüler ist nicht in der Lage, den Sinn von Texten zu erfassen. Und 4/5 der Deutschen sind nicht mehr in der Lage, den Sinn der SPD zu erfassen. Jetzt haben natürlich auch einige Sprachforscher gesagt, es könnte durchaus von Vorteil sein, wenn man den Sinn von so manchen Texten nicht erfassen kann. Wenn es sich zum Beispiel bei diesen Texten um die Twitter-Meldungen des US-Präsidenten handelt. Aber man muss einmal mehr dem Herrn Trump konstatieren, dank seiner Weitsicht ist es uns ja wieder gelungen, dass dieser Planet nach wie vor uns nicht komplett um die Ohren geflogen ist. Vor allem auch, weil er gemerkt hat, der Trump, hoppla, bei der NATO ist nichts mehr los. Hat ja dann der Herr Macron in Frankreich sogar bestätigt, er hat gesagt, die NATO ist hirntot. Da hat der Trump gesagt, wieso, seit wann hat die NATO Hirn gehabt? Ja. Und daraufhin hat sich der Trump neue Verbündete gesucht und gefunden in Russland. Und zwar der Putin ist sein neuer Kumpel. Hat er gesagt, Wladimir, weißt was, nimm du die Ostukraine, ich nehme die Westukraine, dann halten wir das ganze Ding am Laufen. Da haben sich ja viele gewundert, woher dieses Fable vom Trump für die Ukraine auf einmal daherkommt. Und derweil hat der Trump selber gesagt, Amis und Ukrainer sind Brüder im Geiste. Und das stimmt auch, weil was haben Amis und Ukrainer gemeinsam? Beide haben einen Komiker als Präsidenten. Und dann wurde die Ukraine für den Trump auch noch interessant, weil der Trump eine ganz schlimme Botschaft dieses Jahr von seinem Büroleiter erfahren hat. Und zwar hat sein Büroleiter gesagt, Chef, nächstes Jahr soll in Amerika gewählt werden. Da hat der Trump gesagt, wieso denn das? Ich hab doch gesagt, ich mach weiter. Ja? Da war er schon mal sauer. Und dann, als er dann auch noch gehört hat, dass die Demokraten nicht nur antreten wollen, sondern auch nur den Joe Biden ins Rennen schicken wollen, da hat der Trump gesagt, so, jetzt gelangt's. Der Biden, der alte Depp, der ist ja noch älter als ich. Da hat er gesagt, den schnapp ich mal. Und dann hat er mal so rumgehorcht, dann hieß es, ja, der Sohn von diesen beiden, der sei in der Ukraine tätig gewesen als Berater für eine Firma. Da hat der Trump sich gedacht, jetzt hab ich ihn. Ja, und zwar hat er dann gleich seinen Anwalt losgeschickt, damit der in der Ukraine bei ukrainischen Beamten quasi belastendes Material auftreibt. Und das war dann nach ein paar Sekunden gleich erledigt. Und als das dann aufkam, haben die Demokraten gesagt, was ist denn das für eine politische Kultur, dass man bei inlandspolitischen Themen das Ausland um Amtshilfe bemüht. Da hat der Trump gesagt, was ist denn jetzt schon wieder los? Das ist doch ein völlig übliches Vorgehen unter befreundeten Schurkenstaaten. Ja? Und da hat dann die demokratische Abteilung gesagt, nee, so, das lassen wir nicht durchgehen. Da kam die dann daher mit Amtsenthebungsverfahren. Ja? Und zwar heißt es auf Englisch Impeachment. Das kommt vom Peach für sich. Man hat quasi sogar die Gesichtsfarbe von Trump in dieses Verfahren eingebaut. Ja. Und da war dann beim Trump endgültig der Ofen aus. Der Trump hat dann gesagt, so, jetzt reicht's mir aus Protest. Gehen wir jetzt sofort raus aus Syrien. Wo liegt das überhaupt? Da haben seine Berater gesagt, Chef, keine gute Idee, wenn wir jetzt da rausgehen, dann steht der IS da quasi zur Wiederauferstehung. Da kam der Trump ins Grübeln. Hat der Trump gesagt, IS, das sind doch Araber. Da haben seine Leute gesagt, ja. Da hat der Trump gemeint, dann ist es wurscht, weil der Araber ist nicht schwimmer über den Atlantik zu uns, schafft das nicht. Ja? Haben seine Leute gesagt, Chef, das hilft uns auch nicht weiter, weil der Türk steht auch schon bereit zum Einmarsch. Hat der Trump gesagt, wehe, der Erdogan traut sich. Dem schreibe ich sofort einen Brief, hat er auch gemacht. Und der erste Satz des Briefes lautete, seien Sie kein Narr. Wo dann auch der Erdogan gesagt hat, wieso, das Monopol nimmt eh keiner weg. Und der letzte Satz war dann die ultimative Drohung, da stand drin, ich werde Sie später anrufen.
Da hat dann der Erdogan gleich zu seinen Leuten gesagt, bevor der Anruf kommt, mach ich schon mal rein. Ja. Und da hat man dann gesehen, dass der Putin da wesentlich eleganter mit dem Thema umgeht, weil der Putin hat dann zum Erdogan nicht gesagt, hey, das darfst du nicht. Der hat gesagt, pass auf, mach du deinen Einmarsch, aber nur unter meiner Aufsicht. Wenn da irgendwas passiert, was dem Herrn Assad nicht gefällt, dann haben wir ein Problem. Ja? Und ganz hart war dann auch die deutsche Reaktion. Und zwar Deutschland hat gesagt, wenn die Türkei da einmarschiert, dann kriegt die Türkei ab sofort nur noch die Waffen, die sie nicht in Syrien einsetzen. Das heißt, bei jeder Waffenbestellung aus der Türkei ging dann erstmal aus Deutschland ein Fax nach Ankara mit der Frage, haben Sie vor, diese Waffen in Syrien einzusetzen? Kästchen 1, ja, Kästchen 2, nein. Und da hatte dann die türkische Regierung einen Werkstudenten eingesetzt, damit er immer bei Nein das Kreuz reinmacht. Ja. Waren doch 10 Faxe pro Tag. Und Deutschland war froh, dass es keine Exporteinbußen gibt wegen dieser Gaudi. Und vor allem waren ja dann auch wegen des, sagen wir mal, entspannten Eingreifens von Putin alle am Ende am Ziel. Das heißt, der Trump war froh, dass er raus darf. Erdogan war froh, dass er rein darf. Assad war froh, dass er die Ruhe behält. Und Putin war froh, dass er die Kontrolle behält. Und die deutsche Forschungs- und Bildungsministerin Karliczek, die hat so einen Fall, wo sie dann irgendwann nicht mehr wusste, wie sie rauskommt. Da muss man vorausschicken, Forschung und Bildung sind natürlich äußerst wichtige Themenfelder. Ja, und da ist die Frau Karliczek die richtige Besetzung, weil die ist gelernte Hotelfachfrau. Also für den Posten so geeignet wie ein Veganer für den Vorsitz der Fleischerinnung. Ja. Aber sie weiß das, sie hat schon bei ihrer Ernennung gesagt, ich bin selber verwundert. Und die Frau Merkel hat das Rätsel damals gelüftet. Sie hat gesagt, ja, ja, bei dem Posten ging es gar nicht um Kompetenz, sondern um Proporz. Sie braucht jemanden, der weiblich, katholisch und aus NRW ist. Und da stand da zufällig die Karliczek rum. Also so kam das dann zusammen. Aber dass sie eine geeignete Ministerin per se ist, hat sie gezeigt, weil sie bewiesen hat, sie verfügt über sämtliche Taschenspielertricks. Es ging dieses Jahr nämlich um den Standort für eine Batterieforschungsfabrik. Investitionsvolumen 500 Millionen Euro. Und da hat die Frau Karliczek gesagt, da machen wir gleich eine saubere Kommission, damit das ja transparent ist. In dieser Kommission sitzen nicht nur Leute aus meinem Ministerium, sondern auch Vertreter von all den Firmen, die in dieser Wertschöpfungskette drin sind. Also BASF, BME und so weiter. Und 8 Städte haben sich beworben. Und bei der ersten Sichtung hat man gesagt, ja, relativer Favorit im Moment Ulm, ganz weit abgeschlagen Münster. Interessante Nebeninformation, Münster ist die Heimat von der Frau Karliczek und da wird's spannend, weil dann es hieß, ja, so schlussendlich auf den Favoriten können wir uns jetzt doch nicht einigen. Vielleicht sollte der Herr sowieso aus dem Ministerium da die Entscheidung übernehmen. Der hat gleich gesagt, oh Gott, ich habe schon vorher gesagt, für ein Votum pro Münster stehe ich nicht zur Verfügung, weil ja da die Chefin hier ist. Und er hat vorgeschlagen, man könnte ja ein neues Verfahren aufsetzen, hat die Kommission gesagt, oha, die Zeit haben wir nicht. Dann hat dieser Mensch aus dem Ministerium gesagt, dann fügen wir einfach 3-4 neue Kriterien noch bei und die teilen wir sicherheitshalber nur Münster mit. Die anderen hatten gar keine Chance zu reagieren. Jetzt raten Sie mal, wer den Zuschlag bekam. Ja, und da hat dann die Forschungselite aufgeatmet, als es hieß, Münster kriegt die Fabrik, weil dann alle Spitzenforscher gesagt haben, aha, bei dem Versuch, den Forschungsstandort Deutschland da ein bisschen zu schwächen, macht die Ministerin auch vor Recht und Ordnung nicht halt. Und da kamen schon die ersten Zweifel in der CSU auf, ob nicht diese Karliczek auch den Scheuer beraten hat bei der PKW-Maut. Ja. Und dass der Europäische Gerichtshof die CSU, vor allem den Andi Scheuer, so ausbremst, war natürlich dramatisch. Der Andi Scheuer hat ja sogar gesagt, ja Leute, die EU-Kommission hat gesagt, das geht. Hat das EuGH zu ihm gesagt, selber schuld, wenn du der EU-Kommission was glaubst. Ja, ja, das war schon ein schwerer Schlag, weil das wissen Sie ja, diese PKW-Maut, das war ja schon quasi Teil der DNA der CSU. Ja, weil die CSU immer gesagt hat, mit dieser PKW-Maut schlagen wir ja 3 Fliegen mit einer Klappe. Erstens mehr Geld für deutsche Straßen, dann zweitens weniger ausländische Autos auf deutschen Straßen und drittens somit logischerweise auch weniger Ausländer auf deutschen Straßen. Und ja gut, jetzt reden wir mal Klartext, es ging natürlich um einen Holländer. Ja, und Sie wissen ja, der Holländer ist ja rein genetisch bedingt ein Wohnwagenzieher. Dafür kann er nichts, ja. Aber so ist er halt.
Und das war der CSU immer ein Dorn im Auge, dass während der Sommerzeit der Holländer monatelang die deutschen Autobahnen blockiert, um nicht zu sagen lahmlegt. Und drum war ja das Ziel der CSU, dass man mit dieser PKW-Maut den Holländer umerzieht zum Wandersmann. Ja? Man wollte quasi den ganzen holländischen Verkehr verlegen von der Autobahn auf den Wanderweg. Also sprich, aus der Blechlawine sollte eine Fleisch- und Fettlawine werden. Ja? Ja, weil die CSU gesagt hat, wenn einmal während der Hauptreisezeit Auto liegen bleibt, sofort Chaos. Wenn aber mal auf dem Wanderweg einer liegen bleibt, kein Problem, ist ja alles biologisch abbaubar. Und besonders schmerzlich war ja für die CSU die Begründung des Europäischen Gerichtshofs. Und zwar hieß es, in dieser Form sei die Maut Ausländer diskriminierend, EU-konform sei sie erst, wenn sie auch Inländer diskriminiert. Und da sah dann auf einmal die CSU die SPD als Schwester im Geiste, weil die SPD-Umweltministerin, die Frau Schulze, hatte schon im Sommer, also lange vor dem Klimapaket, gesagt, sie erwägt sowieso eine CO2-Abgabe auf Sprit und Heizöl, aber sozialverträglich. Also dermaßen, dass jeder, der lediglich von der Haustür zur Garage mit dem Auto fährt oder die Wohnung auf maximal 12 Grad hochheizt, Geld rauskriegt. Alle anderen legen sauber drauf. Und die Frau Schulze hat auch gesagt, wer in der Provinz wohnt, der soll endlich mal umsteigen dann auf die nicht vorhandenen öffentlichen Verkehrsmittel. Ja? Also von Anfang bis Ende durchdacht. Und sie hat auch angekündigt, über 5 Jahre wolle sie den Spritpreis in dermaßen ungeahnte Höhen treiben, dass überhaupt kein Deutscher nicht einmal mehr im Traum dran zu denken wagt, das Auto zu nehmen. Woraufhin die CSU gesagt hat, Mensch, dann wären wir ja am Ziel. Wenn dann wirklich nur noch ausländische Autos auf unseren Autobahnen fahren, dann wäre ja die ganz normale PKW-Maut Ausländermaut. Ja? Also, Sie sehen, da hat die CSU ein paar Mal ums Eck gedacht und drum war der Scheuer ja zeitlang guter Dinge. Bloß, dann hieß es vor ein paar Wochen, oha, Untersuchungsausschuss. Das nahm der Herr Scheuer persönlich. Ja, vor allem haben auch die größten Scheuer-Befürworter gesagt, man kann doch dem Mann jetzt nicht unterstellen, dass er bei den Mautverträgen rumgetrickst hat, bloß weil er bei den Mautverträgen rumgetrickst hat. Na, der Scheuer nahm das wirklich persönlich, vor allem, er hat gesagt, ich habe immer voll auf Transparenz gesetzt. Der Scheuer hat gesagt, ich habe immer alles offengelegt, bis auf die Geheimabsprachen. Da haben seine Kritiker gesagt, ja, Herr Scheuer, um die Geheimabsprachen geht's doch. Hat der Scheuer gesagt, was genau an dem Wort geheim haben Sie nicht kapiert? Ja? Die Frau Merkel war zu dem Zeitpunkt irritiert. Die Merkel hat gesagt, gut, dass die Karliczek keine Ahnung hat, das wussten wir von Anfang an, beim Scheuer ist Überraschung. Ja, wo der Söder gesagt hat, wie kann man da überrascht sein, dass er schon keine Ahnung hat. Ja, und, weil der Söder war natürlich sauer auf den Scheuer, weil das war ja eine Blamage für die gesamte Partei. Wo der Scheuer auch zum Söder gesagt hat, ja Mensch Söder, das EuGH sagt, das geht nicht, obwohl die EU-Kommission gesagt hat, das geht. Woraufhin auch der Söder zum Scheuer gesagt hat, selber schuld, wenn du der EU-Kommission was glaubst. Haben einige die Befürchtung gehabt, oha, jetzt lässt der Söder den Scheuer über die Klinge springen. Aber nee, dem war nicht immer so. Im Gegenteil, die Fanbasis vom Scheuer steht stabil. Im Gegenteil, die haben sogar gesagt, selbst wenn der Andi mal richtig missbaut, wird er dann schlimmstenfalls der nächste EU-Kommissionschef. Man, dass der Scheuer in Bayern viele Fans hat, war klar. Neu war, dass er auch bundesweit wirklich sich viele Fans erfreuen kann. Das sieht man daran, dass zum Beispiel auch der autoaffine Deutsche dieses Jahr sehr aktiv war. Autofahrer des Jahres zum Beispiel ist dieses Jahr ein junger Mann aus Soest in NRW. Oh Gott, junger Mann ist vielleicht jetzt ein bisschen schief dargestellt, der Bub war 8 Jahre alt. Und die Mama von dem Bub hat mal mitten unter der Woche um 0.30 Uhr bei der Polizei angerufen. Hat gesagt, grüß Gott, mein 8-jähriger Sohn ist vor einer halben Stunde mit meinem Auto weggefahren. Wäre nett, wenn Sie ihn mal aufgabeln und heimbringen. Und das war dann zum Glück relativ schnell erledigt. Und dann hat der Bub von der Polizei natürlich sauberen Einlauf bekommen. Haben die gesagt, ja, spinnst du komplett? 8 Jahre alt, 0.30 Uhr unter der Woche mit dem Auto von der Mama. Wie kommst du denn auf so eine Idee? Hat der Bub gesagt, ja, er weiß, dass es nicht optimal war, aber er hat Angst gehabt, dass er tagsüber im Stau landet. Und er hat gesagt, seine Befürchtung war, dass er vielleicht in so eine türkische Hochzeit reingerät und die blockieren dauernd die Autobahn. Ja? Ja, und das konnte der Bub sogar belegen. Weil allein in Nordrhein-Westfalen gab es laut NRW-Innenministerium 129 hochzeitsbedingte Autobahnblockaden dieses Jahr.
Und da haben ja viele Germanen natürlich gemeint, aha, so ist er der Türk, jetzt will er uns auf diese Art zeigen, dass er unsere Regeln respektiert. Woraufhin Migrationsforscher gleich gesagt haben, bitte ja nicht als Konfrontation oder gar Provokation auffassen, so drücken die halt ihre Freude aus. Ja, darum haben die gesagt, bitte ja nicht hingehen und die Maßregeln, wenn nicht schon das SEK da ist. Und der achtjährige Bub, der hat aber wirklich seine Lehre gezogen aus dieser Geschichte. Er hat auch wirklich Reue gezeigt, weil am nächsten Tag ist er eine halbe Stunde eher losgefahren. Und die halbe Stunde braucht er auch, weil in diesen 30 Minuten hat er es tatsächlich von Soest aus in die Dortmunder Innenstadt geschafft. 50 Kilometer. Ja. Und da fiel das dann Passanten auf in der Innenstadt, weil der Bub dauernd bei Rot über die Ampel gefahren ist. Und die haben das dann der Polizei gemeldet. Die Polizei hat sie dann gleich an seine Hinterreifen da geheftet. Und das hat der Bub jetzt eher sportlich aufgefasst. Weil dann ist er auf die Autobahn. Laut Polizeibericht 180 gefahren. Also sieht man nicht, alle jungen Menschen sind Greta-Fans. Ja, und und dann ging es aber glimpflich aus, beim Versuch der Polizei zu entwischen, ist der Bub bei einer Autobahnraststätte raus und dann mit geringem Tempo bei einem LKW-Anhänger hinten drauf. Und Juristen sagen, so ähnlich ist auch der Scheuer vorgegangen bei der PKW-Maut. Ja? Wobei, mich hat ja bei dem achtjährigen Buben ein bisschen gewundert, dass der das Auto nimmt. Weil unter den Jugendlichen ist das Auto ein bisschen out. Da hättest du eher gerechnet, dass er einen E-Roller zum Beispiel nimmt. Weil der E-Roller ist ja wirklich das Gefährt des Jahres. Vor allem, weil es ja auch nachhaltig ist. Drum boomen ja diese E-Roller so. Und Sie wissen ja, gerade in Großstädten stehen ja diese E-Roller in der Regel mit leerem Akku irgendwo rum. Und da kommt zweimal am Tag so ein Diesel-LKW. Der glaubt die alle auf und da werden die in die Zentrale gebracht, über Nacht dann mit polnischem Kohlestrom aufgeladen und dann am nächsten Tag wieder sauber verteilt. Also Sie sehen, sauberer geht es definitiv nicht. Und drum war ja auch der Scheuer Andi sofort ein Riesenfan. Kaum, dass diese E-Roller aufgekommen waren, hat der Scheuer gesagt, er könnte sich sehr gut vorstellen, dass er die Gesetze dahingehend ändert, dass die E-Roller in den Städten die Busspur sogar benutzen dürfen. Und das war natürlich der Ritterschlag für die E-Roller-Produzenten. Die haben sofort angefangen, völlig neue Geräte zu entwickeln, sodass auch 50 Leute auf die Trittfläche draufpassen. Ja. Und dass das wirklich boomt in den Großstädten, das ist mir in München zum Beispiel aufgefallen. Und zwar ist mir irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, man sieht in München nicht mehr so viele Rentner auf den Straßen. Wo es auch nicht wusste, trauen die sich nicht mehr raus? Oder haben sie einmal zu oft rausgetraut? Ja. Und tatsächlich ging ja dieser Boom auch noch auf andere Branchen über, weil das merkt man in München ganz deutlich, zum Beispiel die Notaufnahme der Krankenhäuser. Alle rund um die Uhr richtig voll. Ja. Und oft stecken ja die Geräte noch drin, in den Leuten, wenn die da eingeliefert werden. Ja, also da arbeiten jetzt schon Chirurgen mit Installateuren zusammen und so weiter und so fort. Ja. Ja, die haben wir so vorher nicht gekannt. Wenn es da vorne ist, hoppla, da schaut der Lenkrad vom Waschel raus. Ja? Oder der Chirurg will schon wieder zunähen und sagt, hui, da ist noch Reifen zwischen Leber und Milz. Ja? Also da hat scheinbar aber auch als allererster unser Bundeswirtschaftsminister gemerkt, dass da schon auch ein gewisses Gefahrenpotenzial ausgeht von diesen E-Rollern. Und der Herr Altmaier als Wirtschaftsminister hat sich dann auch Gedanken gemacht, ob man den Verkehr nicht generell verlagern sollte vom Planeten Erde in den Weltraum. Weil seine Idee war, dass Deutschland demnächst mal einen Weltraumbahnhof bekommen sollte. Und er hat sogar dazu gesagt, er werde 2020 ein deutsches Weltraumgesetz auf den Weg bringen. Ja, also scheinbar gibt es im Moment zu wenige deutsche Gesetze im Weltraum. Ja. Ja gut, aber es stimmt eigentlich auch, wenn man diese alten Raumschiff-Enterprise-Folgen denkt, es gab dauernd Ärger, warum? Es fehlte einfach der verbindliche deutsche Rechtsrahmen. Ja? Und das heißt, in einer Zeit, wo jede Kleinstadt ächzt nach mehr öffentlichen Personennahverkehr, hat sich der zuständige Infrastrukturminister lieber Gedanken gemacht um den intergalaktischen Verkehr. Und genau das haben ihm seine Kritiker vorgeworfen. Die haben gesagt, das Problem vom Altmaier ist ja nicht seine Wasserverdrängung, sondern seine Problemverdrängung. Na, die haben gesagt, mit dieser Aktion hat der Altmaier bewiesen, eigentlich ist er intellektuell Deutschlands Antwort auf Homer Simpson. Ja? Also Sie sehen, die optische Ähnlichkeit ist da scheinbar kein Zufall. Und
Manche haben gesagt, Mensch, diese Entwicklung in Deutschland ist gar nicht so schlecht, weil früher hatte die ganze Welt Angst vor Deutschland. Mittlerweile lacht die ganze Welt über Deutschland. Das hätte ja auch was. Ja? Und gut, die Bundesregierung hat sich wirklich viel Mühe gegeben in der letzten Zeit, damit es mit der deutschen Wettbewerbsfähigkeit den Bach runtergeht. Und diese Erkenntnis bekam die deutsche Regierung sogar dieses Jahr schwarz auf weiß, weil das World Economic Forum konstatiert hat, in all den Jahren, wo man die Wettbewerbsfähigkeit der wichtigsten 140 Staaten misst, ist eine Weltmacht wie Deutschland noch nie dermaßen abgestürzt im Ranking. Die haben das auch belegt, sie messen die Wettbewerbsfähigkeit anhand von 103 Faktoren. Deutschland hätte sich bei 53 von diesen 103 Faktoren rapide verschlechtert. Besonders zwei Kriterien sind mir da positiv aufgefallen. Und zwar beim Thema organisierte Kriminalität liegt Deutschland auf Platz 74 unter 140 Nationen. Beim Thema Lohnsteuer liegt Deutschland auf Platz 99 unter 140 Nationen. Das heißt, durch die Blume, durch sagt das World Economic Forum, bevor man in Deutschland eine sozialversicherungspflichtige Vollzeitarbeitsstelle aufnimmt, sollte man es lieber erstmal mit der organisierten Kriminalität versuchen. Das sei erfolgsversprechender. Ja? Bloß, dieses World Economic Forum übt nicht nur Manöverkritik, sondern gibt auch echte Tipps. Deutschland bekam von denen den Rat, man möge schleunigst investieren in Forschung und Infrastruktur. Bloß als dann die Verfasser der Studie mitbekommen haben, dass in Deutschland da die Frau Kalitschek und der Altmaier da zuständig wären, haben die gesagt, ja gut, dann schwamm drüber. Ja? Der Erfinder der Minuszinses ist ja die EZB. Und die EZB bekam dieses Jahr eine neue Chefin, die Frau Lagarde. Und das ist keine Quotenfrau, die ist wirklich vom Fach. Die war mal früher in Frankreich Wirtschaftsministerin. Und in dieser Funktion ist sie tatsächlich sogar mal von einem Gericht für schuldig gesprochen worden, wegen der Veruntreuung von 400 Millionen Euro öffentlicher Gelder. Also da sieht man, wie lange die schon auf diesen EZB-Job hingearbeitet hat. Ja. Und den Job konnte sie natürlich nur antreten, weil der Vorgänger in Rente gegangen ist. Und das war ja der Liebling der Deutschen schlechthin. Mario Draghi, auch liebevoll genannt, der Zinsmeuchler. Und der hat ja dann als letzte Amtshandlung die Minuszinsen noch mal ein Stück tiefer in die Kloschüssel reingedrückt, von minus 0,4 auf minus 0,5. Und hat mit einer beherzten Rede sich dann verabschiedet und da hat er gesagt, er gehe erhobenen Hauptes, weil er hätte immer gekämpft dafür, dass die Inflation Richtung 2% marschiert. Aber da hat er gesagt, was ihn halt sehr betrübt hat, er hat gesagt, die Preise sind gestiegen für Immobilien, für Obst, Gemüse, für die ganzen Produkte des täglichen Bedarfs und trotzdem blieb die Inflation bei null. Da hat der Draghi gesagt, damit hat er nicht gerechnet, dass er mal die Inflation von der Preisentwicklung abkoppelt. Und drum sei eben sein Vorschlag gewesen, wenn die Preise nicht steigen, dann muss das Geld weniger wert sein, also Minuszins. Ja? Und seine Empfehlung war ja an das Volk in Europa, haut das Geld aus, damit ja der Konsum anspringt. Ja, bloß, wie ist der Deutsche zum Beispiel? Der Deutsche sagt, ja gut, ich spare jetzt lieber mal noch mehr, weil die Rentenaussichten sind jetzt nicht so toll. Und dann hat man aber irgendwann gemerkt, ja, ein Teil dessen wird er dann schon wieder von Minuszinsen aufgefressen, sodass dann der Deutsche natürlich noch mehr spart, um das aufgefressen auch schon wieder auszugleichen. Sodass beim Versuch, die Konjunktur übermorgen Vormittag anzuschieben, die Konjunktur morgen Nachmittag schon abgewürgt wird. Wo viele Experten der EZB auch gesagt haben, das kapiert doch jeder Depp, aber scheinbar keiner bei euch. Ja? Aber die EZB hat gesagt, nee, wir kommen auch gut ohne Deppen aus, weil das ist ja nicht nur ein europäisches Problem, dass die Zinsen so weit unten sind, und zwar sei das weltweit so, weil viel zu viel Geld unterwegs ist und viel zu wenig Geld in Form von Krediten nachgefragt wird. Die EZB hat gesagt, wenn einmal die Leute ihr ganzes Geld raushauen würden, dann würden sie auch wieder Zinsen bekommen. Da hat die EZB gesagt, das ist doch eine einfache Rechnung. 5% auf 0 ist doch immer noch besser als 0% auf 5. Ja? Und, aber. Aber das Problem war halt dann schon so, dass man gesehen hat, was das für Folgen hat. Weil irgendwann haben die Banken gesagt, wir können die Last nicht mehr alleine tragen. Jetzt müssen wir es zum Teil an den Kunden weitergeben. Es ging dann los im Herbst. Die Volksbank Fürstenfeldbruck hat den Anfang gemacht. Ja, und zwar hieß es, wir wollen jetzt die Minuszinsen den Neukunden ab dem ersten Euro sogar gleich mitgeben. Ja, und zwar als reine Abwehrmaßnahme.
Also so weit sind wir gekommen, dass Banken schon Abwehrmaßnahmen gegen Neukunden da einführen müssen. Und woraufhin auch die Kritiker der EZB gesagt haben, da sieht man einmal mehr, dass eigentlich schon seit der Finanzkrise die EZB eine rote Ampel nach der anderen überfahren hat. Woraufhin die EZB gesagt hat, dass man das Überfahren von roten Ampeln nicht dramatisieren sollte, könne man an dem Beispiel des achtjährigen Bumin Soos ja auch sehen, weil das sei auch glimpflich ausgegangen. Ja? Und übrigens bitte dieses Beispiel dieses Achtjährigen nicht projizieren auf alle unsere Kinder. Der Großteil unserer Kinder ist äußerst verantwortungsbewusst. Ja? Zum Beispiel ein Fünfjähriger in Unterfranken dieses Jahr, der hat in einer sehr heiklen Situation die Ruhe bewahrt. Der hat 110 gewählt, weil sein Vater eine halbe Stunde vorher bei Rot über die Ampel gefahren ist. Hat sich aber nichts sagen traut, hat wieder aufgelegt. Und der Polizist dachte sich, oha, ich glaube, da war eine Kinderstimme im Hintergrund. Die Nummer war im Display eingeblendet. Jetzt hat der Polizist da angerufen, ging der Vater ran. Vater hat gesagt, ja, das war der Bub, nichts Schlimmes, das war ein Witz. So und, so. Und der Polizist sagt, ja, so leicht geht das nicht, ich muss mich schon vergewissern, dass da alles in Ordnung ist. Würden Sie mir mal Ihren Sohn ans Telefon holen? Und Vater reicht den Hörer an den Buben weiter und der Bub sagt dann, Sie, mein Vater ist bei Rot über die Ampel gefahren. Wäre nett, wenn Sie kommen und ihn abholen. Und das ist nur ein kleines Beispiel davon, wie verantwortungsbewusst und auch ans Allgemeinwohl denken die bayerische Jugend ist. Vor allem die bayerische Jugend ist auch in der Lage, auch mal sich da quasi zusammenzutun, um ein Anliegen vorzutragen. Zum Beispiel dieses Jahr die bayerischen Abiturienten. Die bayerischen Abiturienten haben dieses Jahr eine Petition gestartet, weil das Matheabitur so schwer war. Aber unser bayerischer Kultusminister, der Herr Piazzolo, hat gesagt, ja, also nachträglich wird da nicht an den Mathe-Noten rumgetüftelt. Dann haben die, die die Petition gemacht haben, nochmal Erklärung abgegeben. Die haben gesagt, Moment einmal, so geht's jetzt nicht. Wir haben 37.000 Abiturienten in Bayern dieses Jahr gehabt und von denen haben immerhin 73.000 die Petition unterschrieben. Also praktisch jeder Zweite. Und vor allem... Und vor allem haben die dann nochmal alle Punkte aufgezählt, was sie am Abitur monieren. Die Schüler haben gesagt, zum Teil kamen da völlig unbekannte Zahlen vor. Dann haben die gesagt, wir hatten viel zu wenig Zeit für drei Aufgaben, nur 240 Minuten. Haben die gesagt, wie soll man eine 40-Minuten-Aufgabe lösen? Ja. Jetzt haben sie lang gebraucht. Und dann war ein Kritikpunkt, dass das lauter so ewig lange Textaufgaben waren und manche erst beim Abitur gemerkt hätten, dass das nicht das Deutschabitur war. Ja? Ah, der Piazzolo, der war lässig. Der Piazzolo hat gesagt, ja, das mag schon sein, aber liebe Schüler, denkt dran, selbst wenn eure Mathe-Abiturnote nicht ganz so ist, wie ihr wolltet, das Mathe-Abitur macht ja vom gesamten Abitur lediglich 6,6% aus, woraufhin dann auch die Abiturienten sagt, ja gut, wenn es eh bloß ein Achtel ist, dann... Aber interessant ist ja der Hintergrund. Warum kam es zu dieser Petition? Weil die bayerischen Abiturienten sagen, selbst in einfachen Jahren ist ja das bayerische Abitur deutlich schwerer als woanders. Und dadurch kämen bayerische Abiturienten ins Hintertreffen im Kampf um die bundesweiten Studienplätze. Ja, und daraufhin hat der Piazzolo gesagt, das mag so stimmen, aber am Gesamtniveau des bayerischen Abiturs wird sowieso nicht gerüttelt. Piazzolo hat sogar gesagt, bayerische Abiturienten müssen jederzeit in der Lage sein, größere Zusammenhänge zu erkennen. Ja, und das ist scheinbar in anderen Bundesländern nicht so. Ja. Ja, es gab dieses Jahr sogar ein frappantes Beispiel in Bremen. Ja? In Bremen, da war es auch beim Mathe-Abitur und da war nicht einmal der Schüler oder der Abiturient das Problem, sondern der Lehrer. An einem Bremer Gymnasium hat nämlich der aufsichtsführende Lehrer das Mathe-Abitur den Schülern 30 Minuten zu früh weggenommen. Ja? Und das war für die Schüler natürlich dramatisch. Und dann ist man mal der Sache nachgegangen, wie es dazu kommen konnte. Und dann kam erst raus, in Bremen lernt man die Uhrzeit nur an der Realschule.
Das heißt, wer in Bremen Abitur macht, dann Lärm studiert, dann Lehrer wird und beim Abitur dann Aufsicht führen soll, der ist aufgeschmissen. Man hat wirklich die Probe aufs Exempel gemacht. Man hat einmal testweise 10 Bremer Lehrer gefragt, wann beginnt die Schule. Da haben alle 10 gesagt, wenn's kommt. Ja? Wenn man allerdings dieses Jahr viele junge Menschen gefragt hat, wann die Schulwoche endet, hieß es Donnerstag. Weil Freitag war ja, ja, früher war das lediglich das Geräusch beim Aufblasen einer Luftmatratze. Aber seit diesem Jahr wissen wir, das ist die Abkürzung für Fridays for Future. Da war ja die Frau Karliczek auch stocksauer, wie das losging mit den Demonstrationen. Die Frau Karliczek hat gleich gesagt, sie würde den Schülern empfehlen, nur in ihrer Freizeit zu streiken. Weil wenn sie das während der Schulzeit machen, könnte man das auch als Protest missverstehen. Ja? Übrigens, die Karliczek, die weiß ja bis heute noch nicht, wie eine Uni von innen ausschaut. Na wirklich, die war auf der Fernuni, war die. Ja, die werden schon gewusst haben, warum sie es nicht reinlassen. Und die Ikone schlechthin ist natürlich Greta Thunberg. Und die Greta, meine jetzt völlig frei von Ironie, kann einem mittlerweile ein bisschen leid tun, weil die kriegt jetzt von allen Seiten Druck. Von Freund und Feind. Ja, weil ihre Fans sagen, ja, sie ist die Retterin des Weltklimas. Ihre Gegner sagen, das ist doch bloß ein verwirrtes Mädel, das von geheimnisvollen Mächten instrumentalisiert wird. Aber eines haben wir von Greta gelernt. Lange Flugreisen lassen sich auch jederzeit in einem Segelboot bewältigen. Es muss lediglich ein Carbon-Segelboot sein, weil aus umwelttechnischen Gründen. Weil Sie wissen ja, Carbon ist ja biologisch voll abbaubar. Ja? Weil, und vor allem auch, das wissen die wenigsten, Carbon wächst ja im bayerischen Wald an Sträuchern. Ja? Und dann wurde ihr von ihren Gegnern vorgeworfen, dass die Reise gar nicht so sauber gewesen sei, weil der Skipper ist zurückgeflogen und 4 andere sind überhaupt einmal hingeflogen, um das ganze Zeug wieder heimzubringen. Aber die Rechnung stimmt so nicht. Und zwar hat die Greta schon CO2-bilanztechnisch positive Reise gemacht, weil warum ist sie nach Amerika? Und vor allem, wen hat sie dort getroffen? Barack Obama, Leonardo DiCaprio, Arnold Schwarzenegger. Also allein, dass sie an 3 Tagen 3 notorische Vielflieger vom Fliegen abgehalten hat. Ja. Und da muss man wirklich sagen, im Vergleich dazu kann man Gretas Besonnenheit loben und überhaupt, dass wegen ihr Leute geflogen sind, das brauchen wir jetzt auch nicht an die große Glocke hängen, weil selbst Klimaschützer sagen, der Flugverkehr macht ja von den weltweiten CO2-Emissionen lediglich 3% aus. Das Internet würde heute schon mehr Strom produzieren bzw. fordern und damit auch CO2 freisetzen als der Flugverkehr. Das heißt, wer es ernst meint mit dem Internet, sollte umgekehrt sagen, ich bin kein Klimaschützer. Wer es mit dem Klimaschutz ernst nimmt, sollte sagen, ab sofort kein Internet mehr. Und die Greta war ja auch sonst sehr vernünftig unterwegs, was ihren Fans auch nicht gefallen hat. Die hat zum Beispiel gesagt, wenn es keine Alternativen gibt, dann sollte man auch mal auf Atomstrom zurückgreifen, wenn es dazu dient, CO2 zu vermeiden. Ja? Also, und da, das haben ihr auch wieder viele übel genommen. Vor allem haben dann auch viele gemeint, jetzt geht's dann mit der Greta dann richtig dahin. Und interessant war ja dann auch, dass die Greta dann irgendwann gar nicht mehr als Mensch wahrgenommen wurde, sondern zu einer Heiligen stilisiert wurde. Die Göring-Eckardt, Frau Göring-Eckardt von den Grünen, die hat dann die Greta als Prophetin bezeichnet. Das hat sie verglichen mit wem? Mit dem Propheten Amos. Ich weiß jetzt auch nicht, was man essen, trinken oder rauchen muss, dass man auf so ein Blödsinn kommt. Ja, aber die Frau Göring-Eckardt wurde dann noch elegant getoppt vom Berliner Erzbischof Heiner Koch. Der hat dann nämlich Greta, nicht die Greta, sondern die Fridays for Future Demonstrationen verglichen mit der biblischen Szene vom Einzug in Jerusalem. Woraufhin dann Greta Gegner gesagt haben, wir haben die Stelle in der Bibel aufgeschlagen, da steht nichts vom Schuleschwänzen drin. Ja? Die ganze Welt war ja auch gespannt, wie würde denn Frau Merkel jetzt auf diese Demonstrationen reagieren? Und die Frau Merkel hat die deutschen Demonstranten und Demonstrantinnen gelobt. Und das war für die jungen Menschen natürlich ein nasser Waschlappen ins Gesicht. Die haben gesagt, was, wir protestieren wegen ihrer Klimapolitik? Und dann werden wir dafür gelobt. Die haben gesagt, jetzt kommen wir uns richtig verarscht vor. Ja, bitte Sie, das war ja wie,
Wenn Sie gegen Zwangsprostitution demonstrieren und als Dankeschön kriegen Sie einen Gutschein fürs Bordell. Ja? Also, da haben wir gewusst, dass Einzelne was tun für mehr Umwelt, ist eine tolle Sache, aber es würde natürlich auch nötig sein, dass ganze Staaten sich da Gedanken machen. Und vorbildlich war da dieses Jahr Norwegen. Weil Norwegen gesagt hat, ab Januar 2020 verzichten wir auf Ölheizungen. Und dann haben die gesagt, der Anteil der Elektroautos bei den Neuzulassungen ist bei schon jenseits der 50%. Zwar mit hoher Subvention, aber Himmel. Und ganz stolz war Norwegen, dass sämtliche Ölaktien aus dem Staatsfonds da getilgt wurden. Gut, das konnte sich Norwegen leisten, weil Norwegen auch relativ wohlhabend ist. Man nur ein Vergleich mit Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist in Norwegen fast doppelt so hoch wie in Deutschland, obwohl die Köpfe nicht größer sind. Und warum ist Norwegen so wohlhabend? Weil Norwegen viel Öl hat. Das Öl nicht nur hat, sondern auch fördert. Nicht nur fördert, sondern auch verkauft. Und nicht einmal sagt, wir werden weiterhin so viel verkaufen, sondern Norwegen sagt, wir werden ab jetzt sogar noch mehr verkaufen, weil dieses Jahr ein völlig neues Ölfeld von Norwegen entdeckt wurde. Man hat auch gleich angefangen, das zu fördern. Und Norwegen hat dann verschämt zugeben müssen, dass die Fördermenge jetzt noch mal um ein ganzes Drittel steigt. Und Wirtschaftsexperten haben hochgerechnet, allein in den nächsten Jahren wird Norwegen dadurch ungefähr 100 Milliarden zusätzlich einnehmen. Gut, wenn man das jetzt so auf die Schnelle hört, hört sich das vielleicht an, wie wenn das jetzt eine Riesenheuchelei wäre. Aber wenn man die Details dann nochmal weiß, dann sagt man, ja, genau das ist es auch. Und also man sieht, wie Norwegen unter dem Öko-Label schaut, wie man zu mehr Geld kommt, während Deutschland eher schaut, wie man unter dem Öko-Label mehr Geld rausblasen kann. Und dann wiederum federführend mal wieder unser Wirtschaftsminister Altmaier. Weil der Altmaier hat im Herbst der Fluglinie Condor einen Kredit über 380 Millionen Euro gegeben. Was hat Condor mit diesem Geld gemacht? Ab dem Moment hat Condor angefangen, Dumpingpreise einzuführen. Europaweit für 30 Euro. Die Konkurrenz musste nachziehen. Jetzt fliegen alle innereuropäisch quasi in der Verlustzone. Es fliegen aber mehr Leute denn je, was der Umwelt jetzt auch nicht so gut tut. Und das Sahnehäubchen obendrauf ist, dass das EU-Recht besagt, solche Hilfen seitens des Staates müssen innerhalb von 6 Monaten zurückgezahlt werden, sonst sei es eine illegale Hilfe eben vom Staat. Das heißt, die Gesamtrechnung, die Condor jetzt aufmacht, Condor sagt, wir sind hochverschuldet. Drum machen wir jetzt noch mehr Schulden. Mit diesen noch mehr Schulden machen wir neue Verluste mit dem Ziel, dass daraus 380 Millionen Gewinn werden. Wo dann auch Wirtschaftsleute zum Altmaier gesagt haben, sag mal, merkst du eigentlich, was du da anrichtest? Und der Altmaier hat gesagt, ja, mir ging es jetzt eher darum, dass es einfach eine große Summe ist und nicht so sehr, ob jetzt da Plus oder Minus davor steht. Ja. Das war der Moment, wo der Bundesrechnungshof auf den Plan getreten ist, weil der Bundesrechnungshof hat gesagt, vielleicht wäre es für die Bundesregierung am allerbesten, wenn sie sich von allem fernhält, was auch nur im Entferntesten mit Geld zu tun hat. Der Bundesrechnungshof vermutet, bei der Bundesregierung handle es sich lediglich um eine Briefkastenfirma. Ja, weil der Bundesrechnungshof sagt, so viel Geld, wie die deutsche Regierung für Berater raushaut, da könnte man die ganze Welt regieren. Ja? Weil, das habe ich auch erst bei den Recherchen da mitbekommen, der Bundesrechnungshof fragt jedes Jahr, jedes Ministerium, wie viel Geld haut ihr für Berater raus? Und das Umweltministerium, kurioserweise, hat in all den Jahren immer gemeldet, null. Dieses Jahr war es dem Bundesrechnungshof ein bisschen suspekt. Jetzt hat der Bundesrechnungshof gesagt, wir rechnen jetzt damals selber nach. Und dann kam der Bundesrechnungshof auf 600 Millionen Euro Beraterkosten nur beim Umweltministerium in den Jahren 2014 bis 2018. Dann hat der Bundesrechnungshof das Umweltministerium ein Statement gebeten, hat das Bundesumweltministerium zurückgeschrieben, ja, wir führen da keine Aufzeichnungen. Darum haben wir gedacht, dann wird es wahrscheinlich null sein. Ja? Aber man hätte es eigentlich durchaus wissen können, weil im Januar bereits hatte die Linksfraktion im Bundestag eine Anfrage gestellt an die Umweltministerin Schulze, wie viel Geld da geflossen sei. Und sie hat da wirklich annähernd 600 Millionen genannt für den Zeitraum, woraufhin natürlich sämtliche Fraktionen komplett ausgetickt sind. Die haben gesagt, ja, spinnst du komplett, Frau Schulze? Hat die Schulze gesagt, ja, ist das viel?
Haben alle Parteien gesagt, ja, viel zu viel. Hat die Schulze gemeint, ja, wären 110 Millionen okay gewesen. Sagen die, ja, haben sie gesagt, das wäre gerade nicht erträglich. Hat sie gesagt, gut, dann sind wir 110. Ja. Und spätestens da hat man dann gewusst, mit die Frau Schulze ist da auf einem sehr, sehr guten Wege. Und darum versteht man jetzt auch, warum das Klimapaket der Bundesregierung so geworden ist, wie es geworden ist, trotz der Nachbesserungen, weil es lief ja alles bei der Frau Schulze zusammen. Das Klimapaket kann man ja zusammenfassen unter das Motto, wie können wir den Bürgern das Geld aus der Tasche ziehen, ohne dass es der Umwelt richtig was nützt. Und ich war ja dann auch gespannt, wie würde eigentlich die politische Konkurrenz auf die erste Variante des Klimapakets da reagieren. Da hat sich dann gleich der Herr Habeck zu Wort gemeldet von den Grünen. Der Habeck hat sich dann vor allem die Pendlerpauschale vorgeknüpft. Der hat in einem ARD-Interview, hat der Habeck gesagt, wenn man die Pendlerpauschale um 5 Cent erhöht, aber den Spritpreis nur um 3 Cent, dann macht es ja für die Leute mehr Sinn, das Auto zu nehmen statt der Bahn. Woraufhin der Interviewer gesagt hat, Herr Habeck, Sie wissen schon, dass die Pendlerpauschale für alle Verkehrsmittel gilt. Da hat dann der Habeck gesagt, dann wäre ja nur die Erstattung der Bahntickets oder doch nicht, das weiß ich ja gar nicht. Schauen Sie, und das macht den Habeck so sympathisch. Ja? Weil der Habeck quasi sagt, Ahnung haben und blöd daherreden kann jeder. Aber umgekehrt, das ist große Politik. Ja, das ist so. Ich meine, der Herr Habeck gilt ja auch als einer der großen Influencer, die wir dieses Jahr präsentiert haben, obwohl er sich von Twitter zurückgezogen hat. Aber der kommt an. Der Habeck, der ist wiedergewählt worden jetzt mit wie viel? 190%? Ja? Obwohl er sich von Twitter eben zurückgezogen hat, hat er gesagt, er bleibt Influencer, aber ohne Twitter. Er hat gesagt, er hätte sich zu oft dabei ertappt, dass er auf Twitter genau das schrimmert, was er auch wirklich meint. Und das auf Dauer nicht so gesund. Ja. Aber sagen wir, wenn man im digitalen Bereich bleibt, da ist natürlich der Influencer des Jahres eindeutig dieser nette junge Mann mit dem blauen Haaren. Der Rezo, der hat ja ein sehr schönes Video über die CDU gemacht mit dem schönen Titel Zerstörung der CDU. Woraufhin viele CDU-Wähler gesagt haben, braucht's das? Für die Zerstörung der CDU haben wir doch die Frau Merkel. Ja. Der Grundtenor dieses Videos vom Rezo lautete ja, in der CDU sitzen eigentlich lauter unfähige Vollidioten. Woraufhin viele CDU-Gegner gesagt haben, braucht's das? Das wissen doch eh schon alle. Ja. Und dann hat sich schnell herausgestellt, das Problem der CDU heißt nicht Rezo, sondern Paul Ziemiak. Weil der Paul Ziemiak, der ist CDU-Generalsekretär, weil auf die Schnelle kein echter Generalsekretär aufzutreiben war. Jetzt hat dieser Ziemiak gleich ein Kontervideo zum Rezo angekündigt und dann erst gemerkt, dass er gar keinen Plan hat. Und dann wurde er hektisch. Da ist der Ziemiak in die CDU-Zentrale rein, hat da aus dem Regal das Krisenhandbuch raus, hat drum geblättert, Stichwortverzeichnis unter B, blaue Haare. Und hat er nichts gefunden. Hat sich der Ziemiak gedacht, Mensch, dieser Rezo ist doch eine ziemliche Witzfigur. Vielleicht wäre es dann am besten, wenn ich dem auch eine Witzfigur von der CDU dagegen setze. Und so kam er auf diesen Philipp Amthor. Ja? Der Amthor, der schaut zwar aus wie eine Comicfigur aus den 70ern, aber der Mann hat herausragende Qualitäten. Der Amthor ist übrigens weltweit, das ist verbürgt, weltweit der einzige 27-Jährige, der glaubwürdig einen 67-jährigen Abgeordneten darstellen kann. Ja? Und den hat dann der Ziemiak beauftragt mit einem Video. Der Amthor hat das Video gemacht, der Ziemiak hat das Video gesehen und gesagt, oh, das können wir nicht senden. Und da war dann die Riesenblamage perfekt. Was dem Amthor persönlich egal war, der hat gesagt, ich werde das Video zum Markte tragen. Der saß ein paar Tage später bei Markus Lanz im ZDF und hat der Amthor gesagt, wenn wir das Video gesendet hätten, da hätte es ja den Ziemiak, den Rezo doppelt und dreifach zerlegt. Der Amthor hat gesagt, das wäre ein Duell geworden, wortwörtlich wie Ivan Drago gegen Rocky Balboa in Rocky IV. Und spätestens da konnte jeder verstehen, warum die CDU nur noch bei den über 60-Jährigen stärkste Partei ist. Ja, weil wenn Rezo und Amthor die Zukunft der CDU sind, dann müssen wir sagen, können wir uns jetzt schon über die Vergangenheit freuen. Ja. Aber es gab auch sehr erfolgreiche weibliche Influencerinnen. Dieses Jahr allen voran, einmal mehr, muss man dazu sagen, Kathi Hummels, selbstverständlich.
Ja, die war letztes Jahr auch schon in meinem Rückblick drin. Aber diesmal hat die Frau Hummels sich noch gesteigert, weil jetzt kam es im Februar, glaube ich, war's, zu einem Gerichtsprozess. Da sollte die Frage geklärt werden, ob das, was die Frau Hummels im Internet so treibt, nicht unerlaubte Schleichwerbung ist. Und da hat das Gericht gleich am Anfang die Frau Hummels gefragt, Frau Hummels, wie würden Sie Ihre Tätigkeit da eigentlich einordnen? Da hat die Hummels wortwörtlich gesagt, ich sehe mich mehr oder weniger als eine Frauenzeitschrift. Das heißt, wenn Sie mal irgendwo sehen, wie ein Mann in seiner Frau rumblättert, das ist der Mats Hummels. Ja? Und ja, ich habe mich dann auch gefragt, wenn jetzt ein Profifußballer zusammen mit einer Frauenzeitschrift Nachwuchs kriegt, was ist das dann eigentlich? Wahrscheinlich Sportbild. Ja? Die beste Rolle in diesem Prozess hatte übrigens die Richterin, weil die Richterin gleich am Anfang gesagt hat, ich wusste gar nicht, dass es ein Beruf sein kann, ich kannte Influenza nur als Krankheit. Ja? Berufsverfehlung in der Kategorie männlich war natürlich der DFB-Boss Grindel. Der Mann ist ja auch zu bemitleiden, weil der ist ja dann freiwillig gegangen, weil er freiwillig empfänglich war für seltsame Geschenke. Ja? Aber das darf man dem Mann nicht einmal anlasten, weil gerade so einen hat er der DFB quasi gesucht. Weil der Vorgänger war ja auch schon wegen Korruptionsvorwürfen dann gegangen worden. Da hat man den von DFB-Seite, den Grindel, bekniet und gesagt, ja Grindel, mach du das, das ist ein hochbezahltes Ehrenamt, wo gibt's denn sowas noch? Dass dann für die UEFA auf dem Kongress in die Malediven, dann auf dem FIFA-Kongress auf Hawaii, was willst du mehr? Kann man verstehen, dass einer irgendwann einmal dann doch ein bisschen schwach wird. Ja? Und was erfreulich war bei seiner Demission, hat er sich auch demütig gezeigt. Er hat gesagt, mir ging es nie um Ruhm und Ehre, mir ging es wirklich nur ums Geld. Ja? Hätte er gar nicht dazu sagen brauchen, weil er wollte ja dann trotz Rücktritt die hochdotierten Jobs bei FIFA und UEFA noch behalten. Dann hat sich einer herausgestellt, dass er ja vom DFB-Tochterfirmen auch noch versteckt ein bisschen Geld kassiert hat und so weiter und so fort. Und da dachte man, jetzt schießt der DFB ab und der DFB hat gesagt, nein, nein, deswegen haben wir ihn ja geholt. Der DFB hat gesagt, wir haben ja ganz bewusst nach einem CDU-Bundestagsabgeordneten geschaut, weil wir gewusst haben, der hat kein Problem mit schwarzen Kassen. Ja? Gegangen ist der Grindel wegen ganz was anderem, wegen einer Uhr. Nicht einmal so richtig wegen der Uhr, was dem DFB dann aufgestoßen ist, von wem er die Uhr bekommen hat. Und zwar von einem sehr zwielichtigen ukrainischen Funktionär. Da hat dann der DFB gesagt, was? Von einem Ukrainer. Wenn es wenigstens ein Araber gewesen wäre, dann hätte er eh nicht gehen brauchen. Und das sollte ein warnendes Beispiel sein für uns alle. Ehrliche Menschen würden sich nie beim Abendessen Uhren oder Geldkuverts zustecken lassen. Nein, ehrliche Menschen erledigen sowas schon beim Frühstück. Sagen wir so, der Herr Grindel hat halt dadurch bewiesen, dass er eine leicht schräge Haltung zum Thema Geld hat. Wer ihm da dieses Jahr voraus war, das war tatsächlich die Gemeinde Fuchstal im Landkreis Landsberg am Lech. Weil diese Gemeinde hat bewiesen, dass sie sehr wohl mit Geld umzugehen weiß, weil die Gemeinde hat dieses Jahr für alle kommunalen Einrichtungen Klopapier bestellt. Klingt jetzt nicht direkt spektakulär, aber die letzte Bestellung war 2006. Jetzt können Sie vielleicht eruieren und ahnen, welche Mengen damals geordert wurden. Und warum wurden damals solche Mengen geordert? Weil es 1000 Euro Mengenrabatt gab. Bloß, dadurch waren dann mehrere Gemeindebedienstete Tage und Nächte lang damit beschäftigt, das Klopapier auch irgendwo zu verstauen, sodass dann die zusätzlichen Personalkosten diese 1000 Euro Mengenrabatt um das Vielfache überstiegen haben. Woraus man schlussfolgern könnte, sparen kann auch sehr teuer werden. Aber dass eigentlich man nie genug Klopapier haben kann, das musste Großbritannien schmerzlich erfahren. Es gab nämlich im Oktober eine Anfrage eines britischen Parlamentariers im Parlament. Er hat gefragt, wie lange würden im Falle eines No-Deal-Brexits eigentlich die Klopapiervorräte noch reichen? Weil er nämlich in Erfahrung gebracht hätte, dass 85% des britischen Klopapiers importiert würde. Und da wachte dann das britische Parlament auf und hat sofort angefangen, Notfallpläne aufzustellen.
Und da hat man gesagt, wenn der No-Deal-Brexit kommt, dann werden wir unsere Bürger anhalten, weniger zu essen, damit sie dadurch weniger aufs Klo gehen müssen. Dann hat man vereinbart, sämtliche bisher ausgedruckten Brexit-Pläne werden zu Klopapier umverarbeitet. Und man wollte dem Volk auch sagen, dass sie nur noch die Sachen essen, die Verstopfung verursachen, damit auch dadurch sich die Zahl der Toilettengänge quasi vernünftig reduziert. Also es galt quasi das Motto, je härter der Brexit, umso härter der Stuhlgang. Da kriegt ja auch der Ausdruck, das Geschäft wird immer härter, eine völlig neue Dimension, sozusagen. Aber wie man das Geschäft tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes erleichtern kann, darüber hat sich dieses Jahr die Stadt Berlin Gedanken gemacht. Und Sie wissen ja, Berlin hatte diesen wunderbaren Görlitzer Park und das ist zwar offiziell ein Park, aber unterm Strich eigentlich Sonderwirtschaftszone für Drogenhändler. Ja? Und ist der größte Drogenumschlagsplatz Deutschlands. Und gerade weil die Stadt Berlin weiß, dass es auch ein Touristenmagnet ist, hat man schon viel getan, dass die Dealer dort ein schönes Dasein haben. Die wurden von der Mehrwertsteuer befreit, die haben bessere Abschreibungsbedingungen etc. Bloß der Parkmanager, der kam dieses Jahr noch auf die Idee, dass man doch auch noch besonders gekennzeichnete Flächen für die Dealer einrichten könnte. Ja, weil er hat gemeint, da sind ja auch sehr viele Kinder unterwegs und oft wüssten die Kinder schon gar nicht mehr, zu welchem Onkel muss ich jetzt hin, wenn ich einen Lutscher will, zu welchem Onkel muss ich hin, wenn ich Herdtrennstoff brauche und so weiter und so fort. Ja? Und so dass dann die nächstlogische Variante wahrscheinlich wäre, dass Berlin auch noch gekennzeichnete Flächen für Autodiebe auch noch einrichtet, damit dann vor allem Besitzer von Euro 4 Dieseln gleich wissen, wo sie das Auto hinstellen müssen, dass es garantiert wegkommt, bevor sie selber dann verschrotten müssen. Aber der Umgang mit Auslaufmodellen, das war tatsächlich ein großes Thema dieses Jahr, vor allem auch bei der SPD, nicht nur im Pkw-Bereich, weil die SPD hat ja wieder mal eine Parteispitze abgesägt. Aber die Besonderheit der SPD ist ja, bevor man absägt, tut man erst einmal ein paar Monate mit Sandpapier hinschmirgeln. Ja? Damit das ja schön zermürbend wird für die Abgesägte. Und das war ja in diesem Jahr Andrea Nahles. Ja? Und die wurde ja einst von den Genossen willkommen geheißen als die Retterin der Sozialdemokratie. Von den gleichen Leuten wurde sie dann verabschiedet als die Abrissbirne der Sozialdemokratie. Ja? Ja, vor allem, es ging dann auch bei ihr wirklich unter die Gürtellinie. Da hieß es ja, das Auftreten, das ist immer so ruppig und was weiß ich. Aber da müssen wir schon fair sein. Es kann halt nicht jeder so feminin, grazil daherkommen, jetzt wie ein Söder, Aiwanger etc. Ja, ist ja das, ja? Ja. Zumindest muss man sich ja um die Zukunft von der Frau Nahles keine Sorgen machen. Die Frau ist ja wirklich zu allem fähig. Sie beherrscht ja im Prinzip die komplette Klaviatur. Von Agi-Bagi bis in die Fresse hauen. Und angeblich hatte sie sogar relativ schnell ein sehr gutes Jobangebot. Und zwar hätte sie Geschäftsführerin werden können von einer Kita von den Hells Angels. Ja? Und auf alle Fälle stammt die SPD zunächst ja nicht vor der Frage, wer wird die Nachfolgerin, weil man hat sich gedacht, gut, wenn einmal die Nahles weg ist, da steht die Frau Giffey parat, Franziska Giffey. Ich meine, die Familienministerin wäre insofern eine Top-Besetzung gewesen, die ist ja wirklich überall beliebt. Die ist in der SPD beliebt, die ist als Ministerin in ihrem Ministerium beliebt, die ist bei der politischen Konkurrenz beliebt, die ist in der Stadt Berlin beliebt und so weiter und so fort. Wenn halt nicht die Geschichte mit ihrer Doktorarbeit noch gewesen wäre. Gut, da hat es wiederum Glück im Unglück gehabt, weil es gibt ja in Berlin so einen Sonderpassus. Wenn man da in der Doktorarbeit maximal 50 Mal bescheißt, darf man den Doktortitel behalten, wenn man den eigenen Nachnamen richtig geschrieben hat. Kritisch wird es erst ab 50 Mal. Jetzt werden Sie sagen, Moment mal, die hat doch 119 Mal da betrogen. Ja, aber ab 100 Mal gilt nochmal ein Sonderpassus. Da ist es in Berlin so, dann gilt man nicht mehr als Betrüger, sondern als Genie. Ja. Da kriegt man dann vom Doktorvater noch einen Sonderstempel rein, wo draufsteht, für jeden Ministerposten geeignet. Ja? Aber so war klar, sie wird definitiv nicht Parteichefin. Und da wollte dann die SPD quasi einen kompletten Neustart. Man hat gesagt, man will ein Tandem.
an der Spitze. Und auch der Auswahlmodus sollte quasi modernisiert werden. Und der Mechanismus, das war dann ein bisschen wie Mischung aus Mensch, ärgere dich nicht und reise nach Jerusalem. Ja? Und da hat sich am Anfang kaum jemand so richtig aus der Deckung getraut. Und drum kam dann schnell mal aus diversen Ecken auch Wünsche, welches Duo man sich da vorstellen könnte. Und es war ja bei manchen, wurde auch in der Presse darüber geschrieben, manche haben ja wirklich gesagt, Mensch, das Duo Gesine Schwan, Kevin Kühnert wäre nicht schlecht. Ja? Tatsächlich, doch, weil es hieß, die beiden, die würden sich halt auch irgendwo gut ergänzen. Gut, das war natürlich schon der Wunsch hauptsächlich von den Nostalgikern, dass die gesagt haben, Mensch, die beiden, das wär ein bisschen wie Inge Meisel mit dem Pumuckl. Ja, es hieß eben auch, die beiden würden sehr gut zusammenpassen, ja, weil sie ist eine Frau, er nicht. Und sie ist aus Berlin, er auch. Sie arbeitet nicht mehr, er hat es nie vorgehabt. Dann war ja die Frau Schwan als kompetent erachtet, weil sie ja jahrelang, 4 Jahre lang, war sie Präsidentin einer Uni für Politikmanagement. Und sie hat auch nur 4 Jahre gebraucht, bis sie das Ding in die Pleite geritten hatte. Das haben ihr ihre Gegner in der Partei vorgeworfen. Während die Befürworter von der Schwan gesagt haben, wir wären doch schon froh, wenn mal jemand 4 Jahre lang durchhält. Ja? Und auch der Kühnert hat ja auch innerparteilich immer polarisiert, was ich nie verstanden habe. Ja, ich meine, was wollte der Kühnert? Der ist her, der hat gesagt, er will Konzerne kollektivieren und den Leuten die Wohnungen wegnehmen. Mehr war es ja nicht. Ja? Und wenn man mal an die Sozialisation dieses Buben denkt, dann ist das nicht einmal so unlogisch, was er verlangt. Weil sein Vater ist Beamter bei der Berliner Bezirksverwaltung und seine Mama arbeitet in einem Jobcenter. Das heißt, der Kevin ist ja mit 2 Prinzipien groß geworden. Erstens, Arbeit wird gnadenlos überschätzt. Zweitens, Geld muss nicht verdient werden. Das kommt automatisch aus Bayern und aus Baden-Württemberg. Ja, und dann geht es ja noch weiter. Der Kevin hat nämlich das erste Studium zwar abgebrochen, aber dafür hat er das zweite nicht beendet. Ja? Sprich, wie soll so einer jemals zur eigenen Wohnung kommen, wenn er es nicht dem anderen wegnimmt? Also drum ist es völlig klar, dass so einer dann auch ein Kapitalismuskritiker quasi wird. Und der Kapitalismus in der heutigen Form gehört da kritisiert. Bitte, was heißt denn Kapitalismus? Hast was, bist was. Und der Kevin schaut jeden Tag in den Spiegel, denkt sich, ich bin was, hab aber nichts. Naja, und drum haben ja viele gedacht, der hat ja so einen Furor auf jeden, der ein bisschen was hat, der wird jetzt bestimmt für die Parteispitze kandidieren. Da war die Enttäuschung groß bei seinen Fans, als er gesagt hat, nee, er wird nicht kandidieren. Dann seine Gegner gesagt, jetzt erst Maul aufreißen, aber wenn es darauf ankommt, kneift er wieder. Einige haben gemutmaßt, wahrscheinlich wartet er noch, bis die SPD komplett an die Wand gefahren wird. Und dann würde er quasi angreifen. Ja, so alte Börsenweisheit, greife nie in ein fallendes Messer und so weiter und so fort. Ja. Aber da hat er seine Kritiker Lügen gestraft dann vor, glaub, wann was, 6, 7 Wochen her, oder gesagt, ja, ich werde für den Parteivorstand kandidieren. Hat auch gleich erzählt, was er dann vorhat. Er hat gesagt, sollte dann das Duo Scholz-Geiwitz gewinnen, werde ich denen das Leben zur Hölle machen. Und sollte das Duo Walter Borns-Essen gewinnen, will ich mit denen Rot-Rot-Grün dann vorbereiten, weil ja Rot-Rot-Grün in Berlin auch schon voll Erfolg sei. Das würden da sogar die arabischen Clans bestätigen. Und dann war es ja schon so, dass eigentlich Freund und Feind gesagt hat, Mensch, ob das mit diesem Walter Borjans und dieser Esken was wird, weil die kennt doch keiner. Ja? Und übrigens, dieser Walter Borjans, der heißt mit Vornamen Norbert. Ja? Walter Borjans ist der Doppelname, Walter ist eine Frau. Und die Esken, man hat nicht viel gewusst über die Frau, aber mittlerweile weiß man, sie ist so ein bisschen Andrea Nahles reloaded. Eigentlich kann man fast sagen, ja. Nur da, wo die Nahles halt imaginär mit der Faust zugeschlagen hätte, nimmt die Esken, glaube ich, schon einen Baseballschläger. Ja? Also ist eher so die feinherbe Abteilung. Ja? Ist halt, sagen wir mal, gut, in so einem Duo brauchst du halt ein bisschen einen maskulinen Part.
und der Walter Borjans, der hat ja wirklich was zu bieten. Darum ist ja der Kevin so ein Fan von ihm. Ich meine, der war ja Finanzminister in NRW und da hat er sich auch als ein Hort der Stabilität erwiesen. Ja, weil der erste Haushalt von Herrn Walter Borjans als Finanzminister war verfassungswidrig, der zweite Haushalt war verfassungswidrig. Im dritten Jahr war er dann kreativ, da war dann was anderes verfassungswidrig, und zwar seine Reform der Beamtenbesoldung. Und was man ihm heute halt hoch anrechnen muss, er war immer für den kleinen Mann da. Ja? Der hat auch immer gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass auch Durchschnittsverdiener sich eine eigene Wohnung leisten können. Und darum hat er dann auch die Grunderwerbsteuer sicherheitshalber von 3,5 auf 6,5% hochgesetzt. Also ein Sozi durch und durch sozusagen. Und auch ein Rechengenie, der hat es ja in der Zeit, wo die Steuereinnahmen der Bundesländer explodiert sind, hat es geschafft, dass er die Verschuldung von NRW um 40% in die Höhe getrieben hat. Ja. Gut, er hat auch gesagt, in Zeiten von Minuszinsen muss man logischerweise Verluste machen, um Gewinn machen zu können, weil sonst wäre es ja umgekehrt. Also auch so viel zum Thema größere Zusammenhänge erkennen. Und ich meine, als dann der Sieg feststand, war es einerseits eine Überraschung, andererseits hat man sich davon erhofft, dass natürlich das der SPD wieder einen Schub gibt. Und der Schub kam ja. Ein Tag nach der Wahl von dem Traumduo an die Spitze gab es Umfrage, ich glaube, Forsa-Institut, da ist die SPD hochgeschossen von 14 auf 11. Und, da war natürlich auch die Enttäuschung bei den Walter Borjans ersten Fans auf einmal da, weil dann war die Wahl zwei Tage vorbei und die waren immer noch in der Großen Koalition. Wo dann die Walter Borjans-Freaks gesagt haben, ja Walter, was ist denn los? Ja, hat er gesagt, ich bin der Borjans, Walter ist meine Frau. Und hat Walter Borjans gesagt, er ist sich treu geblieben. Er hat vorher nur gesagt, wir wollen raus aus der Großen Koalition. Er hat nicht gesagt, wir gehen raus aus der Großen Koalition. Das sei doch ein großer Unterschied. Ich meine, woraus die SPD schon immer sehr viel Kraft geschöpft hat, noch bevor feststand, welches Duo gewinnt, war ja schon mal klar, dass die neue SPD-Spitze in der SPD deutlich beliebter sein wird als die CDU-Chefin in der CDU. Ja? Weil die Frau Kramp-Karrenbauer hatte die CDU dann schon ein bisschen überrascht. Weil sie, was unüblich ist für CDU-Verhältnisse, eine sehr klare Strategie gehabt hat. Weil die Frau AKK hat von Anfang gesagt, so, jetzt schau erst mal in aller Ruhe, wo stehen die Fettnäpfchen überhaupt? Und ja, da klatschen die Freien Wähler. Ja, da. Und dann hat sie gesagt, wenn ich weiß, wo die alle stehen, dann nehme ich mir jetzt mal ein halbes Jahr Zeit, um da ganz sicher reinzutreffen. Und danach, als sie durch war, hat ja die CDU gehofft, hoppla, ab jetzt geht's los mit der Parteiarbeit, womit die CDU nicht gerechnet hat, dass ja die Frau AKK dann anfängt, eigene Fettnäpfchen zu produzieren, damit sie extra auch reinsteigen kann. Und dementsprechend war die Stimmung. Ich meine, die war ein paar Monate CDU-Chefin, da haben Hardcore-CDU-Wähler gesagt, bevor die zur Kanzlerkandidatin gemacht wird, dann nehmen wir lieber noch die Geissens als Doppelspitze. Und dann. Ja, und dieser Rechtsaußenflügel da in der CDU, diese Werteunion, hat auch gesagt, wir werden sie umbenennen von AKK in AKW. Ja, dann können wir sofort abschalten. Ja? Und irgendwie fühlte sie sich als CDU-Chefin überhaupt nicht wohl, die Frau Kramp-Karrenbauer. Darum hat sie auch gesagt, Mensch, ich habe da noch irgendwie so einen Nebenjob gehabt. Was war denn da? Hat sie gesagt, Mensch, ich bin da auf 400-Euro-Basis Verteidigungsministerin. Ja? Ja, das hat sie dauernd vergessen, weil sie ja versprochen hatte, sie geht nicht ins Kabinett. Ja, darum war sie dann schon im Kabinett, hat immer noch gemeint, sie ist nicht drin. Ja, und dann hat sie sicherheitshalber einmal mal bei der Bundeswehr die Tür aufgemacht und reingeschaut. Als sie den Zustand der Bundeswehr gesehen hat, hat sie gesagt, oh, da gehe ich lieber gleich wieder. Ja, ja, da hat dann die Frau AKK auch verstanden, warum ihre Vorgängerin als Verteidigungsministerin ja mit fliegenden Fahnen abgehauen ist nach Brüssel. War ja auch, sagen wir mal, so einer der Glanzmomente für Germany dieses Jahr. Als es hieß, was, unsere Granatenuschi geht nach Brüssel. Ja? Ja.
Ah ja gut, es haben es war schon frischer Wind gefragt in Brüssel, weil im Vorfeld der EU-Wahl war die Stimmung brutal schlecht. Aber die Personalie von der Leyen zeigt ja, gerade wenn die EU mit dem Rücken zur Wand steht, ist die EU in der Lage, aus nix quasi ein Kaninchen aus dem Hut zu zaubern. Und wenn gerade kein Kaninchen da ist, dann nehmen wir halt ein deutsches Wiesel. Und ja, aber eigentlich war ja schon die Monate vor der EU-Wahl die Stimmung am Boden, weil ja in allen EU-Ländern die Leute gesagt haben, ja, eigentlich ist doch völlig wurscht, wofür diese Wahl, es wird sich doch eh nichts ändern und so weiter und so fort. Vor allem immer die Befürchtung, die kugeln doch eh wieder irgendwas aus, ohne dass unsere Wahl da einen Einfluss drauf hat. Das ist einzige Mauschelei, aber das Ergebnis dann war dann ganz anders. Schon im Vorfeld der Wahl war klar, es gibt drei Spitzenkandidaten, den Manfred Weber für die Konservativen, dann den Holländer Timmermans für die Sozialdemokraten und die Frau Vestager für die Liberalen. Sodass ganz Europa von Anfang gewusst hat, aha, die drei werden schon mal nett. Wobei dem Weber wurden ja große Chancen eingeräumt, weil es hieß, die Konservativen haben europaweit die meisten Stimmen abgeräumt. Und vor allem ein großes Plus für den Weber wäre gewesen, den hätte zur Not der Macron auch noch geduldet. Ja? Ja, obwohl der Macron immer gesagt hat, er will keinen Deutschen an der EU-Kommissionsspitze. Hat er gesagt, aber Weber wäre okay. Da haben seine Leute gesagt, Chef, der Weber ist ein Deutscher. Da hat der Macron gesagt, was? Wir haben es gesagt, dieser Bayer. Das muss man sich mal vorstellen. Der Weber schon seit Jahren in Brüssel und bis jetzt hat er immer seine doppelte Staatsbürgerschaft quasi verheimlicht. Ja? Und was auch kurios war, als es hieß von der Leyen, war der Macron auch wieder dabei. Und haben seine Leute wieder gesagt, ja Chef, das ist auch ein Deutsche. Da hat der Macron gesagt, das glaube ich nicht. Der Macron hat gesagt, wer die deutsche Bundeswehr so zurichtet, kann keine Deutsche sein. Ja. Macron. Macron hat gesagt, er tippt auf Amnesty International oder für den Putin. Irgendwie da muss sie tätig sein, aber für Deutschland sicher nicht. Aber sie war ja dann trotzdem dann relativ akzeptabel, weil dann es hieß, die ist ja kompetent. Das ist immer wichtig, was die EU-Bürokratie, die Spitzenbeamten sagen. Und die haben gleich gesagt, die von der Leyen können wir nehmen, weil daheim hätte sie sonst einen Untersuchungsausschuss an der Backe. Ja? Nee, das musst du haben. Wenn du in der EU einen Spitzenjob willst, musst du daheim mindestens einen Untersuchungsausschuss an der Backe haben. Nee, beim Vorgänger genauso. Der Herr Juncker, der hatte damals auch die Flucht nach Brüssel ergriffen, weil daheim war Untersuchungsausschuss wegen einer Geheimdienstaffäre. Und das ist eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man sagt, der neue EU-Kommissionschef oder Chefin muss zumindest, sagen wir mal, eine halbkriminelle Ader irgendwo oder schon mitbringen. Ja? Ja, aber drum war es ja auch so, dass europaweit die Zustimmung enorm war. 27 von 28 EU-Ländern haben gesagt, jawohl, die Frau von der Leyen, die akzeptieren wir. Es war nur ein Staat, hat sich der Stimme enthalten. Das war irgend so eine Bananenrepublik. Sagen wir, wer war denn das? Deutschland! Stimmt! Deutschland hat sich der Stimme enthalten. Das konnte der Macron wieder nicht verstehen. Da hat der Macron zu der Frau Merkel gesagt, Angela, was ist denn bei euch los? Jetzt haben wir Deutsche, ihr enthaltet euch der Stimme. Ihr kennt die doch, hat die Merkel gesagt. Ja, eben. Aber eigentlich war die große Koalition nach der Sommerpause wie so eine gescheiterte Ehe, wo man aber zusammenbleibt, weil sich keiner eine Wohnung für sich leisten kann. Ja? Na, da war die Stimmung, muss man schon sagen, relativ schlecht. Und dann ging es aber los, dass man gesagt hat, wir müssen uns wieder ein bisschen aufraffen. Die erste Idee war schon mal, dass man sich von den Namen Große Koalition verabschiedet. Da hat man gesagt, ja, der baut unnötig Druck auf, da erwarten sie die Leute Lösungen von uns, das ist hat nichts Gutes. Also da standen mehrere neue Namen im Raum. VPSA war zeitlang Favorit, also Volksparteien Schredderanlage. Sie haben gesagt, die Einschläge kommen immer näher, es muss sich was rühren. Ja? Und der stärkste Einschlag war ja dann Anfang November die Oberbürgermeisterwahl in Hannover. Das war ein Fanal. 70 Jahre lang wurde Hannover von der SPD regiert. Der neue Bürgermeister in Hannover ist ein Grümi-Thümi-Higru. Das ist eine Abkürzung für Grüner mit türkischem Migrationshintergrund. Die SPD war nicht einmal in der Stichwahl.
In der Stichwahl war ein Schwarzer. Der hat es auch nicht geschafft, obwohl er blond war. Also, das ist jetzt früher nicht gegeben, dass ein schwarzer Blonder weniger Stimmen holt als ein grüner Türke. Ja? Gut, die SPD war aber trotzdem noch guter Dinge, weil zu der Zeit hieß es noch, Favorit für den SPD-Vorsitz ist eigentlich schon das Duo Scholz-Geiwitz. Ja? Woraufhin aber selbst Scholz-Fans gesagt haben, oha, so sicher ist es nicht. Die haben eine interessante Rechnung aufgemacht. Die haben gesagt, in der ersten Abstimmungsrunde holte das Duo Scholz-Geiwitz jede fünfte Stimme, aber nur jede zweite Sozi hat ja abgestimmt. Da haben die gesagt, ob 10% zur absoluten Mehrheit reichen. Ja? Dann grätscht ja auch noch die Jusos, grätschen auch noch dazwischen. Ja, die haben dann ihren Bundeskongress gehabt. Ja? Und da haben die Jusos gesagt, wir wollen das sinkende Schiff namens GroKo verlassen, in der Hoffnung, dass die CDU drauf bleibt und dann mit untergeht. Ja? Und die Chancen auf den CDU-Untergang standen ja nicht einmal so schlecht, weil dann kamen ja neue Umfragen raus bei der CDU, die waren verheerend. Da hat man mal CDU-Wähler gefragt, nicht einmal alle Wähler, sondern nur die CDU-Wähler. Ist Frau Kramp-Karrenbauer eine würdige Kanzlerkandidatin? Da haben 42% gesagt, nein, 82% haben gesagt, wer? Ja, und dann da. Da hat dann auch die Frau AKK gemerkt, wie der Druck immer mehr zunimmt. Ja? Und dann kam ja noch die Geschichte, als die ganzen Ostwahlen vorbei waren, die drei Landtagswahlen im Osten, da war die Stimmung noch tiefer im Keller. Wobei, die haben dann auch noch gewusst, was jetzt da rauskommt. Ist ja Wasser auf die Mühlen der AfD. Jetzt kommt eine Kenia-Koalition nach der anderen, sodass dann die AfD sagen wird, aha, jetzt holen sie noch mehr Afrikaner. Und vor allem hat dann nach der Thüringenwahl ja die Frau AKK versucht, irgendwo mal so eine Machtdemonstration quasi da herzubringen. Hat sie nämlich ohne Rücksprache mit den Thüringer CDUlern gesagt, es wird keine Koalition geben mit Linksaußen und Rechtsaußen. Woraufhin die Thüringer CDU völlig verwundert gesagt hat, ja, Linksaußen, Rechtsaußen stand nie zur Debatte. Wir hätten ja maximal mit der Linkspartei oder mit der AfD koaliert. Ja? Da hat sie dann gemerkt, oha, jetzt schwimmen die Fälle aber wirklich davon. Und wie so oft, wenn man innenpolitisch als Spitzenpolitiker unter Druck gerät, versucht man außenpolitisch eine Duftmarke zu setzen. Und aus dem Nix heraus hat dann die AKK laut gedacht, hat sie gesagt, ja, warum sind wir eigentlich noch nie in Syrien einmarschiert? Wo die ganze Welt gesagt hat, was ist los? Ja, hat sie ihren Vorschlag präzisiert. Die Frau AKK hat gesagt, sie könne sich sehr gut vorstellen, dass die Bundeswehr quasi eine Friedensmission in Syrien startet, weil Frieden heißt ja, es wird nicht geschossen und die einzige Armee, wo man garantiert weiß, dass nicht geschossen wird, sei eben die Bundeswehr. Bloß, den Triumph wollte die SPD ihr überhaupt nicht gönnen. Ja, da hatte die SPD schon längst den Außenminister Maas auf sie angesetzt. Weil nach der Thüringenwahl war ja bei der SPD erst recht Land unter. Das Ergebnis war ja so schlecht, dass sogar der Maas dann gesagt hat, ab sofort ist Thüringen für die SPD kein Bundesland mehr, sondern nur noch befreundetes Ausland. So dass dann die AKK nochmal umplanen musste, weil dort dann die Frau Kramp-Karrenbauer gesagt, ja gut, vielleicht sollte ich dann die Sicherheitszone nicht in Syrien machen, sondern lieber in Thüringen. Na, weil zu dem Zeitpunkt wusste sie, nach Syrien, da kommen sie eh nicht mehr runter. Die Tour hat ja der Mars schon endgültig versaut. Da war ja der Mars schon längst in der Türkei gewesen, hat zu der türkischen Regierung gesagt, liebe türkischen Freunde, nehmt euch Acht vor der Frau Kramp-Karrenbauer, die ist nicht zurechnungsfähig, die hat eine schwere Kindheit gehabt, die ist aus dem Saarland, die sind da alle so komisch drauf, ich weiß, wovon ihr redet, ich komme auch daher und so weiter und so fort. Also, aber sie lachen, aber das war der Moment, wo eigentlich allen Deutschen klar war, so, jetzt zerlegt die große Koalition endgültig. Die gemeinsame Basis ist komplett aufgebraucht und über Nacht kam dann diese Einigung bei der Grundrente daher. Das hat am Anfang gar keiner verstanden. Da hieß es, was, die haben sich jetzt ein Jahr lang da die Köpfe eingehauen und jetzt, wo gar nichts mehr geht, können sie sich gerade da einigen. Aber wer hat die Grundrente gerettet? Das war nicht die SPD, war nicht die CDU, das war der Söder.
Darum durfte auch der Söder das Ergebnis präsentieren. Der Söder hat sich stolz da bei der ARD ans Mikro gestellt, hat gesagt, die Kuh ist endlich vom Eis. Ja? Das hat aber viele Fernsehzuschauer irritiert. Weil neben dem Söder stand die Kramp-Karrenbauer und die Frau Dreyer von der SPD. Weshalb Fernsehzuschauer angerufen haben bei der ARD und haben gefragt, ja, wen von die zwei meint ihr jetzt? Ja, und, aber in seiner bekannt jovialen Art hat der Söder gesagt, ja, die, wenn wir gleich hätten machen lassen, dann wäre das ja viel eher passiert. Das war doch für mich ein Klacks und so weiter. Da kam die Frage, ja, Herr Söder, fast bewundernd, wie haben Sie das hinbekommen? Hat der Söder gesagt, ja, eigentlich haben wir bloß das Wort Bedürftigkeit raus und dafür das Wort Bedarf reingesetzt. Mehr war es nicht. Da hat es geheißen, und dafür habt ihr euch ein Jahr lang die Köpfe eingeschlagen. Und was ist jetzt anders? Da hat der Söder gesagt, ja, erst war ja angedacht, dass die Grundrente nur der kriegt, der es braucht, und jetzt kriegt es halt nur der, der es nötig hat. Und vor allem hieß es, das sei eine Ausgeburt von Gerechtigkeit, weil wer 35 Jahre arbeitet, kriegt die Grundrente, wer 34 3/4 Jahre arbeitet, das ist der Depp. Ja? Aber das korreliert aber schon wieder mit dieser Studie vom World Economic Forum, weil die hatten ja schon gesagt, dass es in Deutschland eigentlich, wenn man weiß, dass man nicht auf die 35 Jahre kommt, es lieber mit der organisierten Kriminalität funktionieren wird. Bloß, das ist aber auch nicht mehr geduldet. Ja, jetzt nimmt man so einen unbescholtenen Bürger wie diesen Ibrahim Miri, diesen Clanchef, den haben wir ausgeflogen. Ein Mann, der dem deutschen Staat seit Jahren nicht auf der Tasche liegt. Ja, und ja, und der kommt erst in 2 Wochen wieder, glaube ich. Ja, und, ja, weil er. Na, obwohl er sich zum deutschen Rechtsstaat bekannt hat, der Ibrahim Miri hat gesagt, mein Geschäft könnte ich nur in so einem Staat wie Deutschland so in aller Ruhe da durchziehen. Da würden sie meinem Libanon die Hölle heiß machen als Drogenhändler. Ja, hat er gesagt, aber in Deutschland gelten halt nur Gesetze, da habe ich meine Ruhe. Ja? Das war auch eine ganz tolle Karte, die er dann gezogen hat. Hat er gesagt, Freunde, denkt ihr eigentlich bei dieser ganzen Hin- und Herfliegerei auch ein bisschen ans Klima? Er hat gesagt, so wird das nichts mit den Klimazielen von Paris. Na, er hat gesagt, mir ist wurscht. Hat er gesagt, ich mache das alles mit meinen Bonusmeilen. Ja? Na, weil der hat ja vom BAMF schon seit Jahren die Goldcard. Ja, darum hat er ja diese Einzelflüge mit dem Learjet, das kriegt nicht einmal die Frau Merkel. Ja, gut, die hat vielleicht noch nicht ganz so viel Dreck am Stecken. Aber für Miri und auch der Miri hat gesagt, Leute, ich habe in Bremen einen mittelständischen Betrieb. Und keiner außer mir hat Prokura. Ja, 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 ist ein riesenklein, 2.500 Mitglieder. Und die Presse hat geschrieben, von denen ist nur die Hälfte kriminell und die andere Hälfte arbeitet nichts. Ja? Ja, und da haben ja seine Leute daheim auch gesagt, wir warten sehnsüchtigst und sind die Hände gebunden. Die haben auch gesagt, für uns ist er der Herr Miri im Prinzip das, was der Uli Hoeneß für den FC Bayern ist. Ja, was natürlich gnadenlos schiefer Vergleich war, weil der Uli Hoeneß hat ja gezeigt, dass der FC Bayern auch bestens funktioniert, wenn er in die zweite Reihe zurücktritt. Ja, wobei, das war nicht die Zäsur des Jahres. Uli Hoeneß, ich meine, Uli Hoeneß ist definitiv der Mensch, der das Nachkriegsdeutschland geprägt hat wie kein Zweiter. Ja, nicht bloß als grandioser Fußballmanager, sondern der hat ja schon als Fußballer gigantische Bestmarken gesetzt. Das wissen jetzt nur die Fußballfans, aber der Uli Hoeneß ist nach wie vor der einzige Fußballprofi, der mal in einem Pflichtspiel einen Elfmeter aus dem Stadion rausgeschossen hat. Ja, EM-Finale 76, der Ball fliegt heute noch. Ja? Und diese Bestmarke wissen auch wenige, er hat in seiner ganzen Karriere nur ein einziges Eigentor geschossen. Ja? Gut, das war gegen das Finanzamt. Aber dafür hat er auch die Nachspielzeit in Landsberg wunderbar überstanden. Ja? Nein. Und jetzt versteht man erst, warum über Jahrzehnte es beim FC Bayern immer hieß, mit dem Uli an der Front kannst du in jede Schlacht ziehen. Ja? Obwohl der Uli selber nie gedient hat. Uli Hoeneß war nicht bei der Bundeswehr. Nicht, weil er sich gedrückt hat,
sondern weil der Helm gedrückt hat. Wirklich. Uli Hoeneß wurde ausgemustert, weil er durch den Helm Kopfschmerzen und Knieschmerzen bekam. Ja, aber was sagt uns das? Da, wo andere einen Meniskus haben, hat Uli noch mal ihr Hirn. Ja? Also. Ja, man, es haben sich ja viele Hoeneß-Freunde Sorgen gemacht. Mensch, der Uli, wenn er nicht an der vordersten Front steht, geht das gut, fühlt er sich wohl. Aber dem geht's prima. Ja, ich meine, ganz raus ist er nicht. Außerdem, ich glaube, letzte Woche hat er eh schon einen Söder gefragt, wie lange der Söder noch macht. Ja? Ja. Wobei der Söder im Moment ja sehr gut dasteht. Muss man ja, Söder steht. War im Sommer nicht. Also. Im Sommer habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht um einen Söder. Hat er nicht gesund ausgeschaut? Ja, hat er so komische Gesichtsfarbe. Das war so grün. Wie wenn er schlechte Meeresfrüchte gegessen hätte. Ja. Aber dann hat er selber gesagt, dieses Grün kommt bei ihm vom Herzen, weil er hätte jetzt begriffen, Schwarz-Grün ist die politische Zukunft Bayerns und er wolle Schwarz-Grün ohne den Grünen hinbekommen. Ja. Haben seine Gegner gesagt, ja, ja, er, jetzt macht er wieder viel Wind um nix und er und Umwelt. Hat der Söder gesagt, das stimmt. Ich mache viel Wind, ich brauche auch viel Wind, ich will nämlich 100 neue Windräder aufstellen. Bloß hat er gesagt, das Problem in Bayern, das ist diese blöde 10-H-Regel. 10-H-Regel heißt ja, der Abstand vom Windrad zur Häusersiedlung muss 10-mal so groß sein, wie das Windrad hoch ist. Und das ist so gut wie nirgendwo mehr der Fall. Und da, wo es der Fall ist, kommen dann Leute her und sagen, Moment, da fliegen Vögel. Wenn so ein Vogel so ein Windrad auf den Kopf kriegt, das Viech ist traumatisiert bis ans Lebensende. Aber da ist der Söder unheimlich wief. Hat der Söder gesagt, die 10-H-Regel werden wir so schnell nicht kippen können, aber wir brauchen irgendwie, hat er gesagt, dann machen wir einfach niedrigere Windräder. Hat er gesagt, dann sind die Vögel sicher und um die paar Wanderer ist eh nicht schade. Und sie lachen, aber der Söder stand ja massiv unter Druck durch die deutsche Umwelthilfe. Die deutsche Umwelthilfe wollte ja einen Söder ins Gefängnis bringen. Weil der Herr Resch von der Umwelthilfe, der hat gesagt, ein Ministerpräsident ist für die Durchsetzung der Dieselfahrverbote zuständig. Und wenn das der Herr Söder nicht macht, dann beantrage ich zwangshaft. Ja. Na, der Resch von der Umwelthilfe, der mag einfach kein Diesel. Leute, die ihn kennen, sagen, der ist mal als kleines Kind in einen Heizöltank reingefallen. Seitdem ist der so. Ja. Na, aber der Söder lässt sich vor dem nicht provozieren. Der Söder steht wie eine Eins. Ja, vor allem, was natürlich für einen Söder besonders wichtig ist, der trinkt ja so gut wie nie Alkohol. Der ist immer voll nüchtern. Ja, selbst abends auf Empfängen essen, nie. Ja. Und mein, jetzt hat man ja zum Beispiel auch beim Fall vom Herrn Strache aus Österreich gesehen, wo leichtsinniger Alkoholkonsum auf einmal enden kann. Ja. Das hätte er nicht gedacht, dass das immer mal so um die Ohren fliegt mit diesem Ibiza-Video. Wobei, ich muss auch ganz verwundert feststellen, dieser ganze Rummel um das Ibiza-Video vom Herrn Strache, ich habe das nicht verstanden. Ich meine, es ist ja offensichtlich ein Urlaubsvideo, und da geht es halt dann ein bisschen anders zu. Ja, und der Herr Strache hat ja gesagt, ich hatte ja auch noch was getrunken. Das war halt eine typische eine Szene, wo du sagst, da sitzen halt ein paar Leute in Champagnerlaune auf Ibiza in der Villa zusammen. Und der Herr Strache war da eine nette Frau, die als reiche Russin da präsentiert wurde. Da hieß es, ja, die Frau, die wolle ja ein bisschen Geld investieren in Österreich. Und was der Strache da gemacht hat, im Prinzip hat er ja auch bloß ein paar Ideen gehabt, wie man die FPÖ ein bisschen pushen könnte. Er hat gesagt, ja, es wäre nicht schlecht, wenn die Frau da die FPÖ teils kritische, aber hauptsächlich freundliche, größte Tageszeitung kauft. Da können wir die FPÖ-kritischen Redakteure rausschmeißen, ein paar FPÖ-freundliche Redakteure reinsetzen und dann könnte die Frau noch auf dunklen Kanälen uns Geld zukommen lassen. Und wenn sie dann auch noch eine Baufirma hat, dann können wir ihr Großaufträge vom Staat ohne Ausschreibung verschaffen. Und so. Ja, im Prinzip ein solider Businessplan. Ja.
Ja, aber Sie sehen, was da die Medien draus machen. Auf einmal hieß es Korruption und was weiß ich was und so weiter. Das hat er niemand verstanden. Ja, und vor allem, dieses Jahr überrascht war, weil er sich überlegt hat, was habe ich da eigentlich drunter? Ja, weil sein Problem war ja nicht Alkohol im Dienst, sondern Alkohol lange vor dem Dienst. Ja, aber er getrunken hat es 2017. Die Wirkung kam erst 2019. Wo ja dann notorische Trinker sagen, ja leck, was hat denn der da reingehaut? Was mit 2 Jahren Verzögerung wirkt. Ja? Aber zum Glück muss man sagen, seine Partei stand ja treu zu ihm. Ja? Nach dem Ibiza-Video, seine Fans haben im Gegenteil haben gesagt, Mensch, unser Chef, selbst wenn er hacke dicht ist oder so tolle Ideen. Ja? Ja, gestolpert ist er über ganz was anderes. Gestolpert ist er, weil er das Spesenkonto der FPÖ gnadenlos überzogen hat. Dann hieß es, ja, jetzt hat er in der FPÖ keinen Platz mehr. Aber er hat ja genug eigene Fans noch. Denen ist völlig wurscht, in welcher Partei der ist. Und die haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Die hoffen jetzt, dass er eine neue Partei macht, weil die jetzt noch sagen, Mensch, wäre dieses Ibiza-Video nur 4 Wochen vorher auf den Markt gekommen, dann wäre unser Strache jetzt der EU-Kommissionschef. Ja. Ja? Ja, ja. Diese ganze Aktion mit dem Video hat er ja genannt, eine besoffene Geschichte. Mehr war es ja nicht. Ja? Aber eigentlich könnte man das ganze Jahr 2019 unter diesem Motto zusammenfassen. Wenn man sich da die Ereignisse so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, denkst du, eigentlich war das ganze Jahr eine besoffene Geschichte. Allzu ernst nehmen muss man es nicht. Gut, was bleibt übrig als Fazit? Jetzt wissen wir, die EU bleibt eine Resterampe mit angeschlossenem Selbstbedienungsladen. Und was ein bisschen eine Überraschung ist, die SPD bekämpft jetzt die schwarze Null mit 2 roten Nullen. Und interessant ist übrigens auch, seitdem die SPD den Scholz abgeschossen hat, ist das der beliebteste Politiker in Deutschland. Ja, das heißt, Deutschland sehnt sich nach Verlierern. Ja? Und wobei, gut, mag jetzt ein bisschen frustrierend klingen für so einen Schluss, aber da kann ich nur sagen, bewahren Sie sich Ihren Zweckoptimismus. Ja? Wissen Sie, was ich immer mache, wenn ich so leicht frustrierte, düstere Momente habe? Ich denke da gern an die weisen Worte des Schutzheiligen aller Bajuwaren, der Uli Hoeneß. Er hat mal gesagt, ich glaube nicht, dass wir das Spiel verloren hätten, wenn es 1:1 ausgegangen wäre. Und dass das Jahr 2020 mindestens so amüsant wird wie dieses Jahr, kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Denn vor kurzem wurde bekannt gegeben, am 31. Oktober 2020 eröffnet der Berliner Flughafen. Sie sehen, der Wahnsinn geht weiter. In diesem Sinne, bis nächstes Jahr. Schön, dass Sie da waren. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.